Es wird wieder Zeit für den Tanuki und mit seiner Hilfe müssen wir jetzt hier in Welt 7-3 von jedem Seil mindestens einmal herunterfallen. Let's go! So, und das war einmal eine Challenge, die jetzt auch ein bisschen dauern könnte, deswegen sollen wir uns auch ein bisschen beeilen. So. Und auch dieses Geräusch von Mario werden wir jetzt hier in dieser Challenge eine Million Mal hören. Dürfen oder müssen, wie auch immer. Hört sich auf jeden Fall sehr witzig an. Es gibt so ein paar Tricks, die man hier anwenden kann. Ich werde es vielleicht mal hier im ersten Versuch das noch gar nicht schaffen können, weil ich halt noch ein bisschen was auch zeigen will, was ich hier für Taktiken anwenden will. Dann ist es so, dass ich hier auf den Seilen, das kann man vielleicht dann bei dem oberen kurz zeigen, dass ich nämlich nur jetzt bis hierhin maximal laufen kann. Und ich werde mich mal, glaube ich, noch von den Fuzzies erwischt, genau. Deswegen habe ich dann hier schon Probleme. Aber es gibt da trotzdem einen kleinen Trick, denn man kann zwar da nicht hinlaufen, also weiter nach links, aber man kann da hinspringen. Denn ich kann dann hier so entlang jumpen und dann mich so weiter nach links fortbewegen. Und hier bin ich dann sicher und kann dann eben auch sicher nach unten fallen, genau. Und ich werde jetzt mal kurz dann wieder das Level kurz beenden, mal kurz zurückgehen, dass ich wieder meinen Tanuki danach habe. Das soll ich Ihnen mal kurz zeigen, das ist einer der Tricks, den ich hier anwenden will. Und es gibt dann noch einen weiteren Trick, den ich dann auch noch anwenden will. Deswegen habe ich nämlich auch den Tanuki erlaubt, denn ich kann es auch dann schaffen, einfach über Schluchten nach unten zu fallen. Das wird auch gehen, nämlich so. Moment. Genau, wenn ich nämlich sofort danach dann halt da so entlang oder halt entlang leite nach unten, dann ist es so, dass ich dann direkt wieder auf dem Seil auch landen kann. So ungefähr. Und das war auch dann wirklich vonnöten für die Challenge, weil ich habe es erst probiert, ob es irgendwie geht, diese Challenge hier schaffen zu können. Und erst Geräusch wird sehr nervig werden. Ich habe es probiert, ob ich es irgendwie schaffen kann, die Challenge auch hinzukriegen, ohne den Tanuki, aber das ist mir nicht ganz gelungen, da es eben noch einige Seile gibt, die halt dann über Schluchten sind. Und da wird halt der normale Mario dann einfach nach unten fallen müssen und kann nicht wirklich viel dagegen machen. Deswegen muss ich halt dann hier den Tanuki deswegen erlauben, dass man halt dann auch über Schluchten wieder nach oben kommen kann. So, wow. Man, der hört sich echt total blöd an, aber auch irgendwie ganz witzig. Ja, wie gesagt, da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen, weil das werden wir noch einige weitere Male hören, dieses Geräusch von Mario. Man kann auch nichts dagegen machen, leider. Also, ne, müsst ihr euch dran gewöhnen, wie gesagt. So, aber erstmal hier im ersten Abschnitt dürften wir jetzt, glaube ich, schon bei allen Seilen das gemacht haben. Sehr gut. Dann weiter zum nächsten. Und jetzt zum Beispiel, das hier war schon eins der Seile, das halt einfach völlig über einer Schlucht ist. Und ich habe es dann nicht geschafft, mich irgendwie mit Wandsprüngen oder so oder so noch irgendwie zu retten. Das ist mir nicht mehr ganz gelungen. Deswegen muss ich eben dann doch hier den Tanuki dann leider erlauben. Ich wurde da erwischt? Ernsthaft? Fand ich eigentlich jetzt nicht. Aber okay. Leider hat eben das Spiel immer recht, deswegen, was wollen wir machen? Aber auf jeden Fall nicht immer mit Level-Auswahl wieder zurückgehen und nicht mich umbringen, weil ich ansonsten den Tanuki verlieren würde und weil ich den natürlich behalten will, dass ich mir den nicht nochmal neu holen muss. Okay. Und im Allgemeinen sollte ich schon probieren, dass ich bei den Seilen, wenn es irgendwie geht, halt runterfalle, wenn auch sicherer Boden unter mir ist. Also halt entweder eine normale Plattform oder halt ein weiteres Seil, auf dem ich landen kann. Was natürlich schon im Allgemeinen riskanter ist, wenn... Was? Warum treffen die mich da eigentlich? Ich bin doch weit genug weg. Eigentlich kann das gar nicht sein, dass die mich da treffen. Mann, ey. Okay, also ich muss mir dann wirklich merken, dass ich tatsächlich ganz, ganz an den Rand von dem Seil hingehen muss, weil ansonsten ich halt dann so ein bisschen Gefahr laufe, von dem Fuzzy da erwischt werden zu können. Und das will ich natürlich nicht. So, das war jetzt auch knapp, aber es passt noch alles. Und wie gesagt, ich sollte eben versuchen, dass wenn es irgendwie geht, dass ich sicheren Boden unter mir habe, weil es natürlich schon riskanter ist, dann halt hier sowas machen zu müssen, wie ich jetzt auch gerade wieder gemacht habe, dass ich halt wieder dann auf dem Seil direkt lande. Das kann man zwar schon, wie gesagt, ganz gut hinkriegen, aber ist halt riskanter. Und ich sollte deswegen immer probieren, wenn es irgendwie geht, dass unter mir auch ein sicheres Seil oder sicherer Boden ist. Okay. So, sehr schön. Dann wieder hier jetzt auch wieder. Jetzt bin ich aber nicht getroffen, ziemlich sicher. Jetzt bin ich ganz weit links, genau, das passt alles. Okay, sehr gut. Dann weiter zum nächsten. Hier bei diesen etwas schrägen ist auch ein bisschen leichter übrigens zu überleben, weil ich mich dann dort mit dem Tanuki auch so ein bisschen nach rechts rüberfliegen kann, weil ich dann auch noch eher wieder auf das Seil raufkomme. Deswegen, wenn ich so ein bisschen schief bin und nicht ganz gerade, ist es auch mit dem Tanuki ein bisschen einfacher, dann auf denen zu bleiben. So, das hier noch und dann noch auch das Schiefe hier und dann haben wir auch schon wieder alle Seile hier im ersten Abschnitt geschafft. Und sind da immer von jedem mindestens einmal oder genau einmal sogar in diesem Fall runtergefallen. Deswegen ist passt halt. Jetzt kommen wieder die etwas schwierigeren. Das zum Beispiel hier. Da muss halt das Timing wirklich genau stimmen, dass man halt auch nicht zu früh losspringt oder so. Aber das kann man da schon auch schaffen, finde ich. So, jetzt ganz links bleiben. Ja. Und dann werde ich definitiv nicht erwischt. Sehr gut. Okay. Und links ist kein weiteres Seil mehr. Und dann hier haben wir noch ein weiteres. Ja. So. Wow. Sehr schön. Und das waren auch dann die hier. Und wie gesagt, muss ich auch so ein bisschen beeilen in dem Level, da es halt wirklich enorm viele Seile gibt. Und das ist auch ein bisschen schwieriger, weil es nämlich hier die Fuzzies im Weg sind. Es gibt hier halt enorm viele Seile in dem Level, deswegen muss ich ja hier auch ein bisschen beeilen. Ja, vor allem das untere ist jetzt ein bisschen ein Problem, nämlich. Mach ich das am besten? Am besten erstmal vielleicht hier nach unten fallen, würde ich sagen. Und dann gleich nach links gehen, ganz schnell. Und dann jetzt dort nach unten fallen. Dass ich gleich wieder schnell genug bin, bevor die Fuzzies kommen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Das war jetzt auch wieder knapp. Nicht so ganz einfach hier zu überleben, da eben die Fuzzies hier im Weg sein können.
So, das hier. Jetzt noch das hier eins unter mir. Bin ich auch noch nicht runtergefallen von hier aus. So, aber sie kommen gleich wieder, die Phase, deswegen schnell nach oben. Okay. Und jetzt bin ich dann erst wieder halbwegs safe. So, und ich glaube, dass wir auch zeitlich ganz gut dabei sind eigentlich. Es gibt zwar noch einige weitere Seile, von denen wir noch runterfallen müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass es zeitlich für uns ganz gut aussehen dürfte und wir das im Normalfall schaffen können sollten, wenn ich jetzt nicht noch total viel Blödsinn mache. So, dann das als nächstes. Da oben wird es wieder ein bisschen gefährlicher wegen dem Fuzzy da. Das Blöde ist ja auch, dass ich ja die Fuzzy mit dem Tanuki auch nicht besiegen kann oder sowas. Die überleben das einfach, genau. Deswegen, ich muss dann mit denen irgendwie zurechtkommen. Das ist halt schwierig. Jetzt erstmal dann das nächste hier. So, und schnell, bevor er wiederkommt. So, sehr gut. Jetzt dann noch das eins über oder eins darüber noch. Das ist auch noch nicht so einfach. Weil ich halt aufpassen muss, dass ich nicht wieder auf den Fuzzy drauffalle oder so. Und ich schneller runterfalle, als er kommen kann. Was auch ein bisschen knapp ist, aber kann man schon noch schaffen, denke ich. Okay, bei dem muss ich auch noch ein bisschen aufpassen, weil ich ja da auch eventuell auf den Fuzzy drauffallen könnte, wenn ich blöd bin. Aber ich bin nicht blöd. Passt nämlich alles. Okay. So, und jetzt fehlen dann auch schon gar nicht mehr so mega viele Seile, von denen wir jetzt noch runterfallen müssen. Also ja, sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. So. Sehr schön, dann noch das da oben. Am besten auch hier das Parapünktchen da besiegen, dass wir dann hier auch sicher sind. So, das ist ja wenigstens das Gute, dass wir halt die Parapünktchen auch besiegen können. Wie gesagt, bei den Fuzzies ist es ein bisschen schwieriger, weil wir halt die nicht killen können. Aber bei den Parapünktchen ist es kein Problem. So, auch noch das hier, sehr gut. Dann noch das hier als nächstes und das ist dann eh schon eins der letzten. So, hier ist dann jetzt, glaube ich, schon das vorletzte, weil am Ende kommt dann, glaube ich, auch noch ein weiteres. So, sehr gut. Und dann noch zum Ende hin. Und ihr habt da jetzt noch ein weiteres. Und noch ein letztes Mal dürfen wir es hören. Okay, und wir haben es geschafft. Von allen Seilen sind wir mindestens einmal, sagen, genau einmal runtergefallen. Deswegen, das passt alles. Wahoo! Also auch keine wirklich schwierige Challenge. Muss man ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen und auch das richtige Timing finden, wenn man von einem Seil runterfällt und auch ein bisschen auf die Fuzzies achten. Wenn man aber das alles beachtet, dann kann man es wirklich relativ gut hinkriegen. Okay. Und dann kommen natürlich heute auch noch zwei weitere Challenges, und zwar dann noch zu Welt 7.4 und auch 7.5. Dann um 16 Uhr geht es dann weiter mit der Challenge hier zu 7.4, wo wir dann mal tatsächlich keine einzige Münze einsammeln dürfen und wo wir aber außerdem auch Schaden nehmen dürfen, interessanterweise. Das werden wir also dann beim nächsten Mal sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.